Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Anno 2205. Und wir haben das Problem mit den künstlichen Händen hier gelöst das letzte Mal. Und ja, hier steht schon das nächste. Intelliweer Mantel. Gut, aber als allererstes möchte ich hier mal schauen, was wir hier am Boden überhaupt erreicht haben. Dum, 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 dum. Und auch hier haben wir immer noch unsere Mission offen. Wo ist eigentlich unser Schiffchen? Da. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Was, Verjüngungskuren? Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Koordinaten bestätigt. Okay. Das war jetzt nicht die Mission, die ich machen wollte. Roger. Ist das hier nicht Nick? Wie läuft der Job? Ach, das ist Nick. Das erschwert die Arbeit. Genauso wird das gemacht. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Gerade kein Bock. So. Dann schauen wir mal. Wie läuft das Geschäft? Die haben jetzt bionische Erweiterungen. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns auch mal darum. Nachdem wir hier noch ein bisschen Aufstiegsrechte verteilt haben. Sie tragen eine große Verantwortung. Wie viel wir gerade aufsteigen lassen konnten. Und unsere Bilanz. Hui. Wie sieht es eigentlich so ansonsten mit der Bilanz aus? Minus 6. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Reis. So. Gut, Verjüngungskorn brauchen wir auch gerade noch ein bisschen mehr, theoretisch. Aber das würde ich erstmal so lassen. Hast du jetzt schon geladen? Nein, okay, und jetzt nach hier oben. Gut. Dann werde ich erstmal hier noch ein paar alte Straßen wegreißen. Und dann machen wir uns jetzt hier im Endeffekt an unsere neue Produktionskette. Wie auch immer die dann im Detail aussehen wird. Oh, Energiemangel, Energiemangel, Energiemangel. Kein Energiemangel. Also hier können wir wirklich so easy eine schöne hohe Bilanz, aber dann sind wir oben, bauen ein Gebäude und die Bilanz ist wieder weg. Das ist irgendwie nicht so toll. Na gut. Wie dem auch sei. Davon werden wir definitiv noch mehr brauchen, aber ich will erstmal alles bauen. So. Sie verstehen offensichtlich, dass Zeit gleich Geld ist. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Im Homeoffice. Wir produzieren ja gar keine Baubots im Moment. Wir sollen so viele Baubots produzieren. Wasch.
Warum brauchen wir angeblich so viele Baubots? Ne. So, hier noch ein Modul dran. Zack. Und dann können wir hier noch... Bap. ...20 von 35. Boah. Aber ansonsten geht's euch gut, oder wie? So. Wie sollen wir denn auf 35 kommen? Ich meine 30, okay, ja, toll, aber wenn ich jetzt noch eins... Kann ich jetzt hier einfach noch eins bauen? Ja, es funktioniert. Dafür ist unsere Bilanz halt dafür negativ, weil wir da jetzt einkaufen müssen. Gut, du darfst erstmal zurückkommen. Verstanden. So, dann brauchen wir auch noch eine neue Dame. Okay. Da. Und Straße. Und schon wieder energiemäßig am Abkacken hier. Das bringt übelst wenig. Schauen wir mal ganz kurz, wie viel Energiekosten habt ihr denn so? 60. 125. 60. 150. 315. Warnung. Energienetz überladen. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, Mann, Ruhe. 35. Das ist natürlich richtig viel. Hm, 100. Tja, 390 für die Rinderform. Krass. Ah, wegen unseren Energieproblemen haben wir gerade im Moment... Ah, okay. Ein Finanzrechner. Oh. -10% Geld, okay. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Warum produzieren wir jetzt nur 30 trotzdem? Vorhin haben wir doch 40 produziert hiermit. Weil der Wareneingang zu niedrig ist. Ach, aber die produziert genug hier. Hä? Ah.
Mann, oh Mann, oh Mann. Das hat doch vorhin geklappt. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Mann, jetzt muss ich noch irgendwo eine Kobaltmine hinklatschen oder wie? Ihr spinnt doch. Ganz ehrlich, Mann. So. Wir können unsere Windkraftanlagen ja nach Belieben ein- und ausstellen, das ist schön. Boah, wir brauchen diese 2000 Energie relativ dringend. Ich muss jetzt auch mal warten, weil wir sind ja wirklich gerade nur relativ knapp am Plus. Weiß ja nicht, der wievielte. Schritt 4 von 5, okay. Wie sieht es denn ansonsten jetzt aus? Verjüngungskorn leicht negativ. Von mir sind wir auch bei minus 5, aber das stört den halt nicht, ne? Das ist... Und plötzlich merkt das Spiel, ach, fick dich! Alter, was ist... Ich fühle mich gemobbt. Dezent. So. Jetzt sind wir schon wieder negativ von der Energie. Ja. Reicht es jetzt im Moment wenigstens? Ja, okay. Boah. Das ist eine Sache hier, Mann. Logistikwartung ist ja auch relativ hoch, aber hatten wir nicht hier noch irgendwo ein Transportzentrum, was wir eigentlich nicht brauchen? Wir hätten doch relativ viele gebaut, irgendwie. 75. 104, ja, oh, das bringt's. Okay. Läuft die Zeit noch? Ja, sehr schön. Müssen wir im Endeffekt mal warten. Ist im Endeffekt auch nicht so doof, denn unsere Bilanz ist ja auch gerade zumindest ein bisschen positiv. Ach Mensch, ach Mensch. Aber ich muss sagen, so langsam wird unsere Stadt doch etwas größer. So, können wir schon mal schauen. So, lassen wir das halt mal so. Brauchen wir im Moment noch nicht. Hier oben, das brauchen wir auch nicht. 1500, ist auch relativ teuer. Silizium. Und dann wird hier aus Silizium-Mikrochips. Okay. Und das können wir uns nicht leisten. Weil es so teuer ist. Wir können eigentlich auch eine Windenergieanlage erstmal wieder stoppen. Eigentlich beide. So, auch noch ein bisschen positivere Bilanz. Auf deiner Firmenseite steht was von schnellen Lösungen. Kann ich mich drauf verlassen? Nein, wir wollen friedlich sein jetzt. Ich habe gerade echt keine Motivation für eine Mission. Es tut mir leid. Gut.
Ist auch noch ein Windkraftwerk aktiv. Brauchen wir das eigentlich? Nope. Und tschüss, Windkraftwerk. Ich warte. Noch 4 Minuten müssen wir warten. Und du noch ein bisschen länger. Ah, diese dumme Mission mit Verteidigungslinie Tonra, das ist echt so ein Mist. Tja, aussieht man. Wer braucht denn so viele komische Baubots? Sieht ja aus hier wie, als würden wir unsere Klonarmee machen hier in Star Wars oder sowas. Eine Droidenarmee eher. Huiuiuiuiui. Na gut, wie sieht's denn aus? 3 Minuten noch, okay. Was gibt's hier noch für Missionen? Ich werde Hilfe von der Geschäftsführung brauchen. Danke für all Ihre Bemühungen. Ja, dann machen wir mal nebenbei noch hier eine Mission wenigstens, dass wir ein bisschen was Nützliches tun hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Anno macht mir, also die Kriegsmissionen nicht so unbedingt. Die finde ich sind nicht perfekt gelungen, auch wenn es ein schöner Versuch ist. Meiner Meinung nach. Also ich finde es jetzt nicht total schlecht. Sind unterwegs. So. Koordinaten bestätigt. Roger. Hattest du nicht hier gerade was noch? Roger. Ha? Wow. Gibst du deiner Doc-Crew nicht mal was zu tun? Nein. Wohin denn, Mann? Sind unterwegs. Im Gange. Auf einmal wieder nach oben, okay. Ach, da. Sehr schön. Koordinaten bestätigt. Im Gange. Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Da sind wir uns wohl einig. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Schon wieder? Kann sein, dass du nur Homeoffice machst. Verstanden. So. Dann machen wir erstmal ganz kurz. So. Alles wieder aus. Das ist die nächste Mission. 90 Baubots und ausliefern. Na gut, das ist ja jetzt nicht so schwer, aber erstmal machen wir hier die Mission fertig. Dann mal jetzt auch 5 Milliarden produziert. Das ist ja praktisch. Sind unterwegs. Wo denn nun, Alter? Komm schon. Koordinaten bestätigt. Willst du mich denn noch lang schicken hier? Koordinaten bestätigt. Roger. Bei 2 Strichen sind wir gerade, okay. Im Gange. Sind unterwegs. Ach da. Jetzt in die Richtung. Strich ist wieder relativ schwach, deswegen. Verstanden. So. Im Gange.
Boah, krass, Mann, ja, im Inland, bestimmt. Bestimmt hier dahinter. Ah, zwei Striche. Verstanden. Drei Striche. Ja. Danke, das war wirklich hilfreich. Unglaublich. So. Gut, dann sind wir jetzt schon mal wieder einen Schritt weiter. Dann haben wir gleich jede Menge Energie. Können wir den Teil hier vielleicht sogar ausschalten? Wie viel Energie bringst du eigentlich? Steht das irgendwo? Versorgung endlos. Wie viele Schiffe hier sind? So. Ja. Ja. Und zack. Gut. Sehr, sehr schön. Dann mache ich das erstmal fertig und danach fange ich an, die nächste Produktionskette aufzubauen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Diese Idioten haben doch keine Ahnung. Das lasse ich. Taxigleiter. Oh mein Gott. Können wir bestimmt wieder so ganz gut suchen. Wie sieht denn ein Taxigleiter aus? Suchen wir erstmal von oben. Taxigleiter. Irgendwie ist die Mission auch gerade gar nicht mehr da. Haben wir die nicht angenommen? Hä? Der zweite Damm ist fertig. Ich muss sagen, sie treiben unser Projekt voran. Wow! Sind unterwegs. Jetzt haben wir eine Menge Energie. Yay. Ja, das können wir erstmal tun. Zumindest vorübergehend. Schauen wir mal. Wie sieht's jetzt aus? Wir haben okay, das heißt, wir können erstmal hier noch eine Erweiterung dran bauen. Locker. Oh, die sind ja. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Ja, bin ich auch nicht. So. Wir sind immer noch. Also die Mikroprozessoren brauchen wir gar nicht so viel. Das ist schon mal toll. Boah, die sind ja süß. Fünf Stufe 15. Angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Okay. So, dann sind wir hiermit jetzt positiv. Okay. So. Brauchen wir noch mehr hiervon. Grenze erreicht. Mehr können wir hiervon nicht haben. Boah, Wartung 1080. Ist aber alles teuer. 1440, boah. Gut, wir brauchen mehr Prozessoren hier. Da
Das ist ja eine interessante Technik. Aha, okay. Bitte vergessen Sie es nicht. Oh, was ist das denn? Wow. Das erinnert mich auch gerade wieder an Star Wars. Und zwar an Star Wars The Force Unleashed 2. In der Fabrik, wo Darth Vader seine Jedi-Klone herstellt. Das sieht auch so aus, drehende Teile. Na gut. Oh mein Gott. So, ich weiß, wir haben es jetzt hier noch nicht geschafft mit dem Ganzen. Ich mache das noch ganz schnell fertig jetzt hier. Dann ist die Folge halt gerade mal ein kleines bisschen länger. So, zack, zack. Gut, damit sind wir zumindest erstmal ein bisschen okay von der Bilanz. Von der Item-Bilanz, sage ich. Item-Bilanz, das klingt doof. Und wir brauchen dann auch noch eine zweite Textilfabrik. Okay. Auf jeden Fall aber vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt das Ende der Folge erreicht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das nächste Mal müsste, glaube ich, im neuen Jahr liegen. Falls ich jetzt falsch liege, ist natürlich doof. Aber naja, ich bin nämlich gerade am Vorproduzieren über Weihnachten und Neujahr. Und da wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch, falls er noch nicht war. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ciao.